Ja, gut, dann schieße ich jetzt los. Ich darf Deutsch sprechen. Netter. Ich möchte sagen, ich kann Deutsch sprechen, ich kann auch Englisch sprechen. Das hängt von dem Publikum ab, welche Sprache ich sprechen soll. Top. Okay, dann werden Sie das entscheiden, welche Sprache Frau Heller spricht. Ich würde jetzt auf Deutsch einführen. Guten Abend, guten Tag. Mein Name ist Christiane Voss. Ich bin hier Professorin an der Bauhaus-Universität für Philosophie und freue mich sehr, mit Ihnen heute meine Freude teilen zu dürfen. Agnes Heller, diese wunderbare Philosophin des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, hier begrüßen zu dürfen. Es ist fantastisch, dass Sie da sind. Ich persönlich verdanke ihr tatsächlich sogar viel, weil ich nämlich profitiert habe davon, dass Frau Heller eine der ganz wenigen ins Deutsch übersetzten Autorin ist, die eine fantastische Monographie zu Gefühlstheorien geschrieben hat, 1980. Theorie der Gefühle, das kann ich Ihnen empfehlen, eines der wenigen Bücher, das es überhaupt aus Monographie gibt zum Thema und wo sie tatsächlich in vorbildlicher Form, und ich würde sagen, ich kenne nach wie vor keinen besseren Entwurf, verschiedene Konzepte von Affektivität differenziert, also Triebeffekte, Orientierungsgefühle, Emotionen im engeren Sinne, Personalitätsgefühle und Temperament. Das sind alles Klassifizierungsmöglichkeiten. Das klingt jetzt in meiner Aufzählung etwas statisch, aber de facto hat sie das miteinander so verschränken können, dass sie daraus wirklich eine brauchbare, ja, fast auch anthropologisch gut fundierte Theorie der Gefühle macht, mit der ich jedenfalls immer noch arbeite und die ich versuche, auch in andere Felder, auch in Ästhetik mit einzutragen. Bevor ich aber jetzt Sie zurede, will ich Sie zumindest ganz kurz noch erinnern an die einige Arbeiten von Frau Heller. Die Titel der Arbeiten sind bereits so, dass auch diejenigen von Ihnen, die nicht allzu vertraut sind mit dem Werk, dann bald schon wissen und hören werden, womit sich Frau Heller beschäftigt hat. Sie hat viele, viele Bücher geschrieben. Ich werde wirklich mich nur auf eine Auswahl begrenzen. Das erste Buch ist von 1966 und das heißt Der Mensch der Renaissance. Vielleicht ist es überhaupt interessant zu sagen, dass Frau Heller hat natürlich Philosophie studiert und zwar bei George Lukács. Wie sagt man eigentlich auf Ungarisch? George? George. George, das ist schon schwer, okay. Ist dort Assistentin gewesen, wie Sie alle wissen, und, aber das ist nicht ihr Ruhm. Ihr Ruhm begründet sich nicht dadurch, dass sie Assistentin von Lukács war, sondern dadurch, dass sie viele, viele hervorragende Monographien geschrieben hat. Das erste war, wie gesagt, Der Mensch der Renaissance. Das ist später auch auf Deutsch mehrfach erschienen, bei Suhrkamp. Das zweite ist bereits ein Buch, wo ein Begriff eingeführt wird, der eigentlich ihr Begriff ist, nämlich das heißt Alltag und Geschichte. Zur sozialistischen Gesellschaftstheorie, ist bei Luchterhand erschienen, 1970, und gleich danach Das Alltagsleben, ein weiteres Buch, Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion. Tatsächlich ist Frau Heller, kann man sagen, gewissermaßen die Erfinderin der Philosophie des Alltags und hat damit einen Begriff in Stellung gebracht, der vollkommen untertheoretisiert war und immer noch ist. Und auch das ist eine avantgardistische Arbeit, die bis heute, würde ich sagen, impulssetzend ist, weil sie unter Alltag tatsächlich versteht, den Inbegriff aller Handlungen, die zur individuellen und sozialen Reproduktion notwendig ist. Und der Punkt daran ist, dass sie gegenüber Marx, dem sie in gewisser Weise sozusagen inspirationsmäßig treu bleibt, aber eben auch kritisch gegenübersteht, die Betonung der Produktion zugunsten der Betonung der Reproduktion mit dem Alltagsbegriff und dem Umschwenken auf Alltagsdimension sozusagen gewissermaßen ja, revidiert. Sie hat ebenfalls ein Buch geschrieben, was ich schon eben erwähnt habe, Theorie der Gefühle von 1980. Dann wiederum Biopolitik zusammen mit ihrem Ehemann Ferenc Feher, den Sie natürlich auch alle kennen. Dieses Buch ist übersetzt von Felix Enslin auf Deutsch, was Sie auch im Campus Verlag werben können. Frankfurt am Main ist es erschienen 1995 und ich glaube, es ist auch eine Neuauflage da, Biopolitik. Dann ist die Moderne lebensfähig, Fragezeichen, Campus Verlag Frankfurt am Main 1995 erschienen. Sie hat zusammen mit George Lukács davor veröffentlicht Individuum und Praxis, Position der Budapester Schule. Das ist das, was sie mitbegründet hat als sagen, Vorreiterin einer sagen, Marx-kritischen Lesart und einer Regierungssozialismus-kritischen Lesart des Marxismus, wo sie versucht, gewissermaßen einen neuen Humanismus mit anderen Streitern und Streiterinnen aufzubauen. Und darüber gibt es eine ganze Reihe von Budapester Schulenschriften, die Sie sicherlich auch kennen. Vielleicht noch einfach von den vielen Biografien noch ein Buch erwähnt, Die Welt der Vorurteile, Geschichte und Grundlagen für Menschliches und Unmenschliches. Das ist 2014 erschienen und ich glaube, ihre letzte Monographie, dazwischen liegen zahlreiche Aufsätze, über die wir uns gleich auch noch unterhalten können. Ich würde jetzt ganz gerne einfach selber verstummen und Ihnen, Frau Heller, das Wort geben und Sie hören über Reziprozität heute Abend. Dankeschön, willkommen in Weimar. Das heißt, wegen der Technik werde ich heute Deutsch sprechen. But I could answer all the questions in English. All of you who want to ask questions in English can ask questions in English. Alle können die Fragen in Deutsch oder englischer Sprache stellen. Es ist für mich ganz egal. Aber wegen der Technik werde ich diesen Vortrag Deutsch halten.
Und wenn ich die Wörter nicht finden werde, werden Sie mich aushelfen. Gut. Ich sehe hier eine kleine Gruppe von jungen, nicht so jungen, aber wesentlich jungen Leuten. Und ich glaube, dass diese Sitzung nicht formell, sondern ganz informell sein kann. Ich habe einen Vortrag geschrieben, aber ich glaube kaum, dass ich jetzt diesen Vortrag lesen soll. Ich werde eher mit Ihnen sprechen. Ich werde meine Gedanken in einer dialogisch konzipieren. Das heißt, ich werde Sie vortragen, Sie werden Fragen stellen, dann werden wir zu einem Dialog kommen. Und der Dialog wird auch ein Beispiel für unser Thema sein. Mein Thema ist Reziprozität. Und wenn wir in einen Dialog eingehen mit dem Publikum, da praktizieren wir schon die Reziprozität. Einer gibt, der andere bekommt, der andere gibt zurück und der andere bekommt wieder. Das heißt, alle Dialoge sind doch Phänomene der Reziprozität. Jetzt spreche ich über Reziprozität im Allgemeinen und später im Dialog werden wir auch die Reziprozität praktizieren, in dieser Gruppe praktizieren. Wenn ich über die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft spreche, sehr kurz, möchte ich sagen, dass die menschliche Gesellschaft die gesellschaftliche Regulation, die Instinktregulation ersetzte. Und wenn man über gesellschaftliche Regulation spricht, spricht man über einige konkrete Sachen, einige konkrete Akte, Vorschriften, Normen und Regeln, die alle Gesellschaften ohne Ausnahme charakterisieren. Von einer dieser Eigenschaften, die alle Gesellschaften ohne Ausnahme charakterisieren, sind die Gewohnheiten von Geben und Bekommen. Das ist die Reziprozität als Geben und Bekommen. Es gibt andere solche normative Vorschriften, die alle Gesellschaften charakterisieren. Zum Beispiel gibt es Orientationscharaktere, Orientationsgefühle, Orientationsnormen aller Gesellschaften. Alle Gesellschaften distinguieren zwischen gut und böse, gut und schlecht, schön und hässlich, nützlich, unnützlich. Es ist angenehm oder unangenehm. Das ist auch ein anderer Sache. Zu dieser Sache gehöre ich nicht zurück. Doch möchte ich euch sagen, dass wenn wir über Reziprozität sprechen, wir immer auch in Frage stellen, ob etwas, was ich den anderen getan habe und was ich zurückbekomme, für den anderen angenehm oder unangenehm ist, ob es gut oder schlecht ist, oder nützlich oder unnützlich ist. Das heißt, die Orientationsnormen, Werte, sind in allen Ebenen des Gebens und Bekommens präsent. Geben und Bekommen. Es gibt zwei Arten der Reziprozität. Man kann über symmetrische und asymmetrische Reziprozität sprechen. Wir sprechen über symmetrische Reziprozität in den gegenwärtigen Gesellschaften und über wesentlich asymmetrische Reziprozität in allen sogenannten pro-modernen Gesellschaften. Hegel hat das so beschrieben in seiner Phänomenologie des Geistes. Sie kennen doch dieses Buch. Er spricht über Herr und Knecht. Herr und Knecht, das Verhältnis von Herr und Knecht ist der typische Fall der asymmetrischen Reziprozität. Es gibt kein Herr ohne Knecht, es gibt kein Knecht ohne Herr, das ist ein reziprozes Verhältnis zwischen ihnen, aber das ist asymmetrisch. Heutzutage zum Beispiel sind Bürger einer liberal-demokratischen Stadt. Wir können alle auf den Wahlen teilnehmen. Das ist symmetrische Reziprozität. Ein Mensch, ein Wahlrecht. Zwei Menschen, zwei Wahlrechte. Das ist symmetrische Reziprozität. Das heißt, von der asymmetrischen zum modernen symmetrischen Reziprozität können wir die Formen der Reziprozität bestimmen. Doch möchte ich Ihnen sagen, in allen Gesellschaften gibt es auch symmetrische Reziprozität. Denn wenn wir über Herren und Knechte sprechen, zwischen den Herren untereinander ist die Reziprozität symmetrisch. Zwischen den Knechten untereinander ist die Reziprozität
auch symmetrisch, dass auch in allen möglichen Gesellschaften der asymmetrischen Reziprozität gibt es immer symmetrische Reziprozität. Und auch in Gesellschaften wie unsere, in der symmetrischen Reziprozität, gibt es Verhältnisse der asymmetrischen Reziprozität. Nur etwas ist verschieden, dass in den prämodernen Gesellschaften sind alle Menschen in eine besondere gesellschaftliche Schicht geboren. Und bei Geburt bekommen sie die Möglichkeit ihrer Entwicklung. Einer ist, wie Aristoteles sagte, einer ist als Herr geboren, der andere ist als Sklave geboren. Du bist als Sklave, der andere ist Herr geboren. Und du wirst, was du geboren, deine Möglichkeiten sind durch deine Geburt bestimmt. Dass ein Sklave hat eine Möglichkeit als ein Sklave, ein Herr hat eine Möglichkeit als Herr, eine Frau Möglichkeit als Frau, auch gesellschaftlich bestimmt, ein Mann eine Möglichkeit als Mann, auch gesellschaftlich bestimmt. Das heißt, die Situation ist im Prinzip asymmetrisch. In der modernen Welt, wissen Sie, was die moderne Welt, welchen Slogan moderne Welt bestimmt ist? Das ist doch der Satz, alle Menschen sind gleich frei geboren. Ja, natürlich, Rousseau sagt gleich, alle Menschen sind gleich frei geboren, doch alle sind in Ketten, das ist, stimmt doch. Das ist symmetrische Reziprozität, ist die Grundlage unserer Gesellschaft, doch die asymmetrische Reziprozität, das nicht bei der Geburt gegeben ist, ist durch die Entwicklung, durch die Schulung, durch die Möglichkeiten später bestimmt. Das heißt, die gesellschaftliche Hierarchie ist nicht bei Geburt gegeben, aber durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung gegeben. Das ist die Verkehrung der ersten Situation, aber in beiden Situationen gibt es symmetrische und asymmetrische Reziprozität. Was ist Reziprozität? Wir geben und bekommen etwas. Was können wir geben und was können wir bekommen? Wir können sehr viele Sachen geben und sehr viele Sachen bekommen. Wir können ein Ding geben und ein anderes Ding bekommen. Wir können einen anderen küssen und einen Kuss zurückbekommen. Wir können einen anderen Almosen geben und andere wird uns sagen, Gott soll es dir bezahlen. Das ist auch Reziprozität. Wir können Handlungen geben, wir können Gesten geben, wir können Dinge geben, wir können Wörter geben, Grüße geben und dasselbe können wir auch bekommen. Dasselbe, sagte ich. Dasselbe nur in substanziellen Weise, nicht in konkreten Weise. Was ist die Verschiedenheit zwischen substanziellen und konkreten Weise? Substanziell ist einfach. Wenn ich etwas Gutes den anderen tue, dann erwarte ich, dass andere es mit Guten reziprozisiert. Das heißt, guter Ombudsmann, ich habe etwas Gutes gegeben, etwas Gutes getan, der andere soll mir auch etwas Gutes geben und auch etwas Gutes tun. Das ist normativ. Ich gebe einem anderen etwas Gutes, es ist normativ, der andere uns das Gute zurückgibt. Wenn das nicht passiert, das ist moralisch beurteilt. Man sagt, was sagt man? Er ist undankbar. Das ist Undankbarkeit. Wir sind dankbar, natürliche Sache ist, Dankbarkeit ist natürlich. Denn wir etwas getan haben, der andere soll es uns und denselben Gefallen tun. Aber Undankbarkeit ist doch ein moralisches Problem. Der Mensch ist moralisch als ein schlechter Mensch beschrieben. Wir können Sachen geben. Und wir können auch weniger Sachen zurückgeben, als wir bekommen haben. Das ist auch moralisch beurteilt. Wir sagen, das ist ein Geizhals. Ja? Wenn wir etwas geben und andere uns mehr zurückgeben, sagen wir, das ist großzügig. Das ist auch eine ethische, moralische Beschreibung. Dass sehr viele moralische, Tugende und Laster hängen mit der Reziprozität zurück. Ob man zurückgibt oder nicht zurückgibt, was man zurückgibt, wie viel man zurückgibt, ob man das Gute mit Schlechten bezahlt oder das Schlechte mit Guten bezahlt. Gutes mit Schlechten bezahlen ist immer ein Fehler.
und ist immer etwas, vielleicht auch etwas Böses. Es hängt vom Content ab. Aber von den Schlechtern mit Schlechten bezahlen ist nicht obligatorisch. Man kann auch verzeihen und auch verzeihen kann eine Tugend sein. Es kann auch eine Schande sein in verschiedenen Situationen. Das heißt, substanziell sind das Geben und Zurückgeben, Geben und Bekommen gleich. Das ist die Rolle der Reziprozität. Wir alle wissen es und tun es, ohne es uns bewusst zu machen. Wenn wir spazieren auf der Straße und einen Freund treffen, werden wir diesen Freund begrüßen. Ja, stimmt es? Guten Tag, Servus oder was noch. Der Freund wird uns zurückgrüßen. Ja, guten Tag und etwas. Was passiert, wenn der Freund uns nicht zurückgrüßt? Das ist die Kette der Reziprozität ist gebrochen. Ich sage, guten Tag, mein lieber Freund. Er sagt nichts. Ja, schön. Das ist, sagen wir uns selbst am Abend, vielleicht hat er uns nicht bemerkt. Zweites Mal treffen wir denselben Mann, sagen wir guten Tag. Und er sagt nichts. Dann fragen wir, das ist nicht normal. Die Kette der Reziprozität zu brechen, ist nicht neu. Etwas muss passiert sein. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Wir müssen die Frage stellen, was passierte? Habe ich ihm ein Leid getan, ohne bewusst zu sein, dass ich ihm etwas schadete? Wir haben keine Ahnung, worüber es geht. Das heißt, wir erwarten die Reziprozität. Das heißt, das ist rational. Ich wollte das Wort rational benutzen. Es ist rational. Denn wenn wir geben, wir etwas zurückbekommen. Und wenn wir es nicht zurückbekommen, das ist nicht rational. Das ist ein Rätsel. Das verstehen wir nicht. Wir müssen es erörtern. Wir müssen es herausfinden, worüber es in dieser Sache geht. Das ist die Normale, das ist sozusagen die Gleichheit der Reziprozität. Natürlich ist die Reziprozität, Gleichheit der Reziprozität, nicht quantifizierbar. Das ist keine quantifizierte Gleichheit. Die Gleichheit ist sozusagen durch sozialen, gesellschaftlichen Erwartungen bestimmt. Wenn ich sage, ich gebe dir etwas und du sagst Danke, das ist vielleicht in der Gesellschaft als genügend Reziprozität anerkannt. Und wenn es genügend als Reziprozität anerkannt ist, dann ist es wohl, dann habe ich es zurückbekommen. Wenn ich eben auf der Straße grüße und nicht zurückgrüße, denn die Reziprozitätskette zerstört ist, dass die Sache, es ist nicht rational. Da etwas muss man im Leben immer erwarten. Und wenn das nicht passiert, was wir von anderen erwarten, sind wir enttäuscht, verstehen es nicht, was passiert, worüber geht es hier überhaupt. Aber ich möchte wiederholen, es geht nicht über Quantität. Das heißt, die Regel der Reziprozität ist von den gesellschaftlichen Normen und Regeln bestimmt. Können wir sagen, ich gebe eine Kuh und ich bekomme eine Braut. Ja? Also in einer Gesellschaft, das ist doch normal. Das ist die Regel. Wenn ich eine Kuh gebe, ich für eine Frau zu bekommen, muss ich eine Kuh geben. Das stimmt doch. Das ist doch ganz real. Das werden alle anerkennen und keine Frage stellen, warum ich nur eine Braut bekomme von meiner Kuh. Und wenn ich überhaupt, warum muss ich eine Kuh für eine Frau geben, eine Braut geben? Das ist überhaupt nicht die Frage, stellt man nicht. In traditionellen Gesellschaften, in vielen Sinne, bleibt auch unsere Gesellschaft traditionell, stellt man in diesen Situationen die Fragen, warum nicht, sagt, das ist die Gewohnheit, das ist die Tradition. Nach der Tradition sind sie egal. Die ersten Austausch, wie gesagt, Gift Reciprocity, das ist der Name, Geschenk Reciprocity, erster Austausch der Güter, war noch immer in ganzen Gesellschaften die erste Vorfall des Austauschs gewesen. Ich gab eine Kuh und ich habe zum Beispiel einen Esel zurückbekommen. Alle kennen doch die Geschichte von Hans im Glück. Jetzt war schon viel über Hans im Glück gesprochen. Das ist eine wichtige Exemplifikation von einer Situation, wo ein Mensch überhaupt nicht die gesellschaftlichen Normen der Reziprozität ernst nimmt. Er gibt etwas mehr für etwas weniger, was er bekommt. Das ist von dem gesellschaftlichen Standpunkt gesehen, ist er ein Esel.
ist er ein Dummkerl. Aber wenn man seine eigenen Bedürfnisse angeht, hat er ganz rational gehandelt. Er hat eben das bekommen, was er eben in diesem Moment brauchte. Das heißt, dass die gesellschaftlichen Normen der Reziprozität nicht immer den menschlichen Bedürfnissen adäquat sind. Und diese Geschichte ist eine gute Exemplifikation von dieser Tension, dieser Verschiedenheit, Differenz zwischen den eigenen Bedürfnissen und den gesellschaftlichen Normen der Reziprozität. Der Warenaustausch ist auch die Form der Reziprozität. Wenn Sie ins Geschäft gehen und etwas bezahlen und ein Kleid kaufen, dann geben Sie etwas und bekommen etwas zurück. Das ist auch Reziprozität. Eine Form der Reziprozität. Karl Marx sprach über Warenfetischismus. Er sagte, weil die menschlichen Verhältnisse so erscheinen, als ob sie Verhältnisse zwischen den Dingen wären. Aber wissen doch, dass sie menschliche Verhältnisse sind. Das ist doch das Verhältnis der Reziprozität. Ein altes menschliches Verhältnis. Und das ist sicher nicht Verhältnisse zwischen Dingen, wie was wir vielleicht uns vorstellen. Das heißt, Warenaustausch ist auch eine Art der Reziprozität. Wenn wir Sie über Verteilen sprechen, ihr habt doch sehr viel über Verteilen gesprochen. Ich werde jetzt zu dieser Frage kommen, ob Verteilen auch eine Art von Reziprozität verkörpert. In der Frage der Reziprozität erscheint immer der Dritte. Ich möchte über den Dritten sein, der Dritte, der dafür sorgt, dass die Reziprozität nach den Normen der Reziprozität sich ablaufen soll. Es gibt, und das heißt Gerechtigkeit. Das nennen wir Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist aber eine dritte Instanz über die Normen und die Formen und die Ideen der Reziprozität bestimmt. Der Vater bestimmt, wie ein Schokolade zwischen den Kindern verteilt sein soll. Das ist verteilende Gerechtigkeit. Ja? Ich verteile, der Vater verteilt die Schokolade. Alle Kinder wissen, ich glaube, alle Kinder, 4 Jahre alte Kinder wissen, wenn ein Vater oder ein Schullehrer gerecht oder ungerecht ist. Das ist ganz selbstverständlich, 4 Jahre alt, dieser Lehrer ist ungerecht oder dieser Lehrer macht Ausnahmen mit einem Kind. Dass man Ausnahmen macht, Ausnahmen und nicht so verteilt, wie die Normen der Reziprozität die Verteilung vorschreiben, ist ungerecht. Es gibt auch eine andere Art der Gerechtigkeit, auch schon in der Schule präsent, das ist die strafende Gerechtigkeit. Distributive Justice, Retributive Justice in Englisch. Ja, das heißt, strafend derselbe Vater, wenn ein Kind etwas frech ist, wird dann ein Kind bestrafen und den anderen für dieselbe Frechheit nicht, dann ist der Vater ungerecht. Wenn er alle Kinder der gleichen Weise prügelt, wenn sie etwas tun, dann ist er gerecht. Ganz unabgesehen davon, ob Prügeln selbst wünschenswert ist oder nicht, er ist sicher gerecht. Wenn alle Kinder für dieselbe Taten, dieselbe Weise prügeln, dann ist er gerecht. Das heißt, das ist verteilende Gerechtigkeit und strafende Gerechtigkeit, alle sind mit Reziprozität verbunden. Denn die Menschen, die gerecht oder ungerecht behandelt sind, müssen miteinander im Verhältnis der Reziprozität stehen. Ein Kind sagt, die Martha wurde unrecht behandelt. Ich war unrecht behandelt, sie war unrecht behandelt. Weil, und sie wird den Grund dazu geben, werden wir sehen, dass die Reziprozität da ist, Reziprozität von der dritten Partei hergestellt ist und diese dritte Partei ist die Macht bemächtigt, um die Rollen der Reziprozität zu bestimmen. Es sind sehr verschiedene Rollen oder Ideen der Reziprozität. Und so auch der Gerechtigkeit.
Der einzige, der einfachste ist der folgende, jedem das Gleiche. Das ist einfach. Das ist, wenn der Vater ein Stück Schokolade verteilt und es 5 Kinder sind, alle 5 Kinder gleiche Schokolade bekommen. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Das ist dann schon nicht mehr dasselbe. Ein Kind ist krank und der Vater wird eine größere Schokolade dem Kind geben, der krank ist, weil er mehr diesen Schokolade bedarf als die anderen Kinder. Das stimmt doch. Jeder nach ihrer Arbeit, jeder nach ihrem Verdienst. Die sind alle verschiedene Ideen der Gerechtigkeit. Und du hast diesen und diesen Verdienst. Du bekommst wegen deinem Verdienst so und so viel. Du machst diese und diese Arbeit. Du verdienst wegen der Arbeit so und so viel. Das kann Geld gehen. Das kann Auszeichnung sein. Ja, das kann einen Menschen auszeichnen. Du kannst, sehr viele Leute wollen den Nobelpreis bekommen, zum Beispiel. Sehr viele Schriftsteller. Und der Nobelpreis muss nur einen Nobelpreis jeden Jahr für einen Stifter geben. Dann sitzen die Menschen zusammen und dann denken sie, wer verdient es mehr? Es kann nie ganz und gar gerecht sein, denn so viele Leute sind einander in einer Weise gleich, dass es nicht gerecht ist, aber einen muss man dort auswählen. Andere werden vielleicht über Ungerechtigkeit sprechen, das kommt immer vor, wir haben es besser verdient als die anderen und so weiter und so weiter. Das ist die Auszeichnung, das ist nicht, ich gebe, nehme, das ist nicht verteilende Gerechtigkeit, denn ich verteile den Nobelpreis nicht, ich gebe es nur einen, das ist die Auszeichnung. Auszeichnung ist auch jedem nach seinem Verdienst, ja? Das ist eine Auszeichnung. Wenn Krieg eine Auszeichnung bekommst, nur der Soldat, der am besten gekämpft hat, wird diese Auszeichnung bekommen. Nicht alle die gleiche Auszeichnung, nicht jeder das Gleiche, aber wer ihre verschiedenen Verdienste haben. Das ist auch eine Art der, sagen wir, Gerechtigkeit, Prinzip der Gerechtigkeit. Es gab ein traditionelles Prinzip der Gerechtigkeit, dass jedem nach seinem Stande, nach ihrem Stande. Und jedem nach ihrem seinen Stande, das ist doch das Prinzip der asymmetrischen Reziprozität. Denn in asymmetrischer Reziprozitätssituation sind Menschen hierarchisch in verschiedenen, nehmen Platz hierarchisch verschiedene Ständen und sind miteinander in einer Art von Reziprozität, aber immer asymmetrischer Reziprozität miteinander verbunden. Und du kannst gerecht sein, nur von oben bis zu unten. Ja? Der Vater kann mit dem Kind gerecht sein, aber Kind kann dem Vater nicht gerecht oder ungerecht sein. Der Meister kann mit dem Sklaven gerecht oder ungerecht sein, aber der Sklave kann nicht mit dem Meister gerecht und ungerecht sein. Gerechtigkeit kommt von oben, von oben. Das ist auch heute der Fall. Das heißt, du kannst nicht sagen, dass ein Gerichtshof, der jemand beurteilt, der Gerichtshof kann gerecht oder ungerecht das Urteil, mein Urteil, das Wort Urteil ist auch von Teilen. Ja? Sie spricht von Teilen, Urteilen ist auch Teilen. Teilt jemanden eine Strafe aus, aber wenn die Strafe ausgeteilt ist, kann nicht gerecht oder ungerecht, das heißt, dem Richter sei, wie der sich der Gerecht oder Ungerecht gegen ihn sei, handeln kann. Das heißt, ich möchte sagen, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit in der Verteilung, auch wenn wir nur Teilen der Gerechtigkeit oder Urteilen sprechen, kommt eben von unten, nicht von unten, von oben. Was passiert in heutigen Tagen? Heutigen Tagen kann man sagen, dass die persönliche Formen der sozusagen der symmetrische Reziprozität in unserem Leben weniger Rolle spielen. Das heißt, am ersten Blick werden Sie glauben, ja schön, die persönlichen Verhältnisse der symmetrischen Reziprozität spielen in unserem Leben eine kleinere Rolle als zuvor. Wenn ich Geld brauche, dann bitte ich nicht einen Freund, dass er mir Geld leihen soll. Doch gehe ich zu einer Bank. Bank ist doch, ist mit dem menschlichen Reziprozität überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Institution.
Wenn ich krank bin, in meinem Dorf ist ein guter Doktor, da gehe ich nicht zu meinem guten Doktor, aber zu dem Arzt, der in der Gesundheitsversicherung. Ich habe einen Arzt und der Gesundheitsversicherung sorgt für mich. Sorgt für mich, nicht unsere Mutter, unsere Schwester sorgt für mich. Wenn wir alt sind, wir haben auch Alltagspensionen, das hat man in vorherigen Zeiten nicht gehabt. Das heißt, es gibt so viele institutionalisierten Formen der Reziprozität heutzutage, dass man auf den ersten Moment glaubt, dass die Reziprozität in unserem Leben, in unseren persönlichen Verhältnissen weniger Rolle spielt als in den persönlichen Verhältnissen in alten Zeiten. Ich glaube doch, dass es nicht ganz der Fall ist. Denn wir haben über etwas nicht gesprochen, über Reziprozität der Gefühle und Reziprozität der Art von Bedürfnissen, die mit der Spezialität, der Spezifizität der einzelnen Persönlichkeit etwas zu tun haben. Das heißt, die Formen der Reziprozität waren gesellschaftlich bewertet. Und die Normen der Reziprozität waren gesellschaftlich bestimmt. Für eine Kuh, eine Braut, gesellschaftlich bestimmt. Heutzutage sind diese persönlichen Verhältnisse der Reziprozität nicht durch Normen bestimmt. Das heißt, sie wurden viel mehr persönlich geworden als zuvor. Natürlich gibt es auch jetzt formale Reziprozität. Ich nehme eine Flasche Wein, wenn ich eingeladen bin, und der Freund wird mir auch eine Flasche Wein bringen, weil von mir eingeladen ist. Das muss nicht so sein, aber wahrscheinlich wird es so sein. Diese Art von der sogenannten einfachen Art der Reziprozität, persönlichen Reziprozität der Sachen, ist noch heute so. Leistungen weniger. Wenn ich ein Problem habe, dann werde ich nicht zum Freund, dem Freund bitten, mich anzuhören und mir helfen. Ich gehe eher zum Psychoanalytiker. Ja? Das heißt, in diesem Sinne hat doch das persönliche Verhältnis der Reziprozität spielt eine weniger Rolle als zuvor. Aber in einigen Sachen mehr. Wenn ich über Reziprozität sprach, ich sprach nie über Gefühle. Gefühlsreziprozität war nicht in Frage in den prämodernen Gesellschaften. Nur in modernsten Gesellschaften spricht man über Gefühlsreziprozität. Wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, die Bibel denkt nicht auf Gefühle. Also sie soll etwas tun für den anderen, was der andere für dich tun soll. Das ist doch die goldene Regel. Alle kennen die goldene Regel, eine positive und negative Formula. Das heißt, du sollst nicht tun gegen den anderen, was du nicht erwartest, dass man die gegen dir tut. Und du sollst tun für den anderen, was du von den anderen in derselben Situation erwartest. Das ist die goldene Regel. Das ist dann immer die goldene Regel. Aber niemand hat auf die Gefühle, goldene Regel wird nicht auf die Gefühle angewendet. Heutzutage ist interessanterweise etwas Neues in die Welt gekommen. Die goldene Regel wird auf die Gefühle angewendet. Obwohl es rational ist oder nicht, ich möchte kaum glauben, dass es rational ist, aber gehen Sie zum Theater, zum Kino zum Beispiel. Ein Mann sagt der Frau, ich liebe dich. Die Frau antwortet, ich liebe dich auch. Ja? I love you too. Ja, was heißt das? Gefühlsreziprozität. Ich muss gleich antworten. Ich liebe dich auch. Wenn ich die Kette der Reziprozität nicht brechen will. Er sagt, er liebt mich, ich liebe ihn auch. Und nicht nur Mann und Frau. So viele Eltern sagen ihren Kindern, dass sie nie in vorherigen Jahrhunderten gesagt haben, ich liebe dich. Sagen ein kleines Kind. Das Kind sagt, ich liebe dich auch Mutti, ich liebe dich auch Vati und so weiter. Das heißt, die Reziprozität zwischen Eltern und Kinder war eine Reziprozität. Das war etwas, was das Kind gehorchen musste, den Eltern. Ja? Eltern muss man ehren und den Eltern muss man gehorchen. Das ist asymmetrische Reziprozität. Jetzt ist diese asymmetrische Reziprozität praktisch noch immer da, denn die Kinder können sich nicht sich selbst
erhalten. Die Eltern halten sie für eine Weile immer, aber in den Gefühlen ist die Mode geworden, auch in dem Verhältnis von Eltern und Kindern, Gefühlsreziprozität vorzustellen. Wenn auch keine andere Art der Reziprozität ist, ich kann nicht das dem Kind geben, was ich von dem Kind bekomme, aber ja, Gefühle kann ich. Ich kann dasselbe Gefühl geben, das Gefühl kann ich vom Kind zurückbekommen. Das heißt, Gefühlsreziprozität kann die Frage sein, dass nie in den vormodernen Gesellschaften da passiert war. Natürlich ist das Gefühl nie, nicht immer reziproziert. Das heißt dann, das fühlt man sich enttäuscht. Das ist eine Enttäuschung. Das ist eine entsetzliche Sache. Ja, wie Heine sagte, ein junger liebter Mädchen, die hat eine andere gewählt. Ja, der andere wählt eine andere und hat sich mit diesem vermählt. Und so weiter, und so weiter. Das ist die alte Geschichte, sagt Heine, bleibt sie immer neu. Und wem das passiert, dann bricht das Herz entzwei. Ungefähr. Das heißt, wir erwarten die Gefühlsreziprozität und wenn das nicht passiert, dann bricht unser Herz entzwei, weil wir das Gefühl nicht zurückbekommen haben. Im anderen Seite, wenn wir jemanden hassen, dann brauchen wir keine Gefühlsreziprozität. Das ist also nicht unser großer Wunsch, aber in der Liebe ist etwas anderes geworden. Das heißt, wir haben uns verändert und die Reziprozität, die von den Taten und den Dingen sich zu den Gefühlen sagt man, hat einen Ausflug gemacht von Taten, Produktionen geben bis zum Gefühle geben und Gefühle bekommen, das ist wirklich eine neue Erscheinung. Erst im Leben, als unsere Geschichte hat das Immanuel Kant erkannt, in der Metaphysik der Sitten. In der Metaphysik der Sitten sprach er über sogenannte materiellen Pflichten. Und er sagte, unsere materielle Pflicht ist, die Glückseligkeit der anderen zu fördern. Und gleich sagte, die Glückseligkeit der anderen fördern, nach dem Begriff der Glückseligkeit der anderen. Was der andere als seine, ihre Glückseligkeit glaubt, diese Glückseligkeit müssen wir fördern. Nicht, was wir Glückseligkeit glauben, was wir glauben, dass ihm glückselig macht, was ihm glückselig macht. Das ist sehr wichtig. Sehr viele Väter und Mütter haben gesagt, dass ich habe mein Leben für euch geopfert, ich wollte glückselig machen, aber ihr werdet die Eltern sein, aber nicht nach unserem Begriff der Glückseligkeit. Wir glauben etwas anderes von unserer Glückseligkeit, als ihr von unserer Glückseligkeit glaubt. Das ist diese, wieder mal, Glückseligkeit ist subjektiv geworden. In den alten Zeiten war Glückseligkeit objektiv. Wenn Aristoteles darüber sprach, was ist Glückseligkeit, da hat er es definiert. Glückselig sind alle Menschen, die tugendhaft sind, die gute Kinder haben, mittelmäßiges Reichtum und gesund sind. Die sind glücklich. Schluss, was? Und niemand konnte sagen, ich bin nicht glücklich, denn alle waren glücklich, die das haben. Heute kann man einem Menschen, dass alle diese Tugenden hat, durch die Schlüchtung wird antworten, ich bin glücklich, Gott im Himmel, ich bin überhaupt nicht glücklich, ich bin ganz unglücklich. Und wird dir sagen, warum er unglücklich ist. Dass Glückseligkeit und Glückseligkeit wurden Gefühle, keine sozial bestimmter Status, dass du was Glückseligkeit heißt, das sind Gefühle geworden. Und deswegen ist auch die Reziprozität, die Gefühlsreziprozität so wichtig geworden, weil eben die Glückseligkeit von Gefühlen abhängt, nicht von dem objektiven Status eines Menschen abhängt. Und deswegen, wer keine Liebe gibt, ja zurückhält. Es tut mir leid, ich kann dich nicht lieben, dessen bewusst ist, dass er nicht zur Glückseligkeit der anderen etwas beigetragen hat. Vielleicht hat er auch schlechtes Gewissen wegen dieser Sache, das nie vor der Moderne als eine Art der Reziprozität beschrieben werden kann. Das heißt Reziprozität. Ich komme die Fragestellung zurück. Reziprozität, wir geben und bekommen. Wir können Sachen geben, wir können
Taten geben, wir können Wörter geben, wir können Diskussionen geben, wir können unsere Gedanken mit anderen teilen. Das ist doch die Diskussion. Ander wird seine Gedanken mit uns teilen. Das ist eine Art symmetrischer Reziprozität und asymmetrisch, wenn wir etwas anderes geben, was wir kommen. Aber alle beide, symmetrisch, asymmetrische Reziprozität, waren in traditionellen Gesellschaften bis zum heutigen Tag normativ, gesellschaftlich normativ bestimmt, dass alle wussten, ja, was wir geben sollen und was wir bekommen können, was wir erwarten können, denn die Erwartung war da. Heutzutage gibt diese Erwartung, ist diese Erwartung nicht so fest und es ist eine neue Art der Reziprozität entwickelt. Diese Reziprozität ist Gefühlsreziprozität. Und da komme ich zu eurem Thema Teilen zurück, dann wir Gefühle teilen. Denn in der Art der Gefühlsreziprozität sind Gefühle geteilt. Man kann Gefühle teilen, wenn ich dasselbe für dich fühle, nie dasselbe, ganz natürlich das nicht, aber so sozusagen wesentlich dasselbe fühle, was du für mich, das heißt, du kannst denselben Namen geben, für was du fühlst, ich sage, ich liebe dich, du liebst mich und so weiter, das ist derselbe Name, die Sache ist nicht dieselbe, aber derselbe Name für die Sache geben, dann können wir teilen etwas, wir können diese Liebe teilen. Wir können sehr viele Sachen teilen, aber wir teilen, das ist doch von einer anderen gegeben. Es gibt nur eine Reziprozität in der Geschichte, die einseitig ist. Das ist die Reziprozität zwischen Mensch und Gott, aber über diese Reziprozität spreche ich heute nicht. Das ist auch gesellschaftlich, mindestens monotheistische Religionen ist auch gesellschaftlich, ich möchte sagen, theoretisch oder begrifflich bestimmt, was man erwarten kann und was man geben muss. Aber jetzt werde ich beenden und ich möchte, dass ihr jetzt die Fragen stellt. Please ask the questions and I will answer your questions in English if you ask the questions in English. All right? Thank you. Ja, vielen Dank für den knackigen Vortrag. Natürlich, ja, bitte. Sie werden die Diskussion führen. Ach, ja. Das kann machen. Ich glaube, das können Sie auch gleich selbst machen. Ja, Sie sind ja so fit und schnell, das brauche ich gar nicht. Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Konzept, das für mich den Vorteil hat, dass es zugleich normativ funktioniert und empirisch. Ich kann also in jeder Situation Normen erkennen und ich kann aber auch eine Empirie machen. Ich kann also Soziologie betreiben mit diesem mit dieser Kategorie. Meine Frage ist, wenn das stimmt, dass die Moderne davon gekennzeichnet ist, dass wir mehr und mehr in diesen Modus der emotionalen Reziprozität hineinkommen, vielleicht deswegen, weil diese ganze materiale Welt, ich rede jetzt mal von den reichen Gesellschaften, in einem Ausmaß geregelt ist, wie sie in traditionalen Gesellschaften nicht geregelt war. Ist das der Preis, den wir zahlen müssen, um in diese materielle Sicherheit der Moderne zu kommen, die Unsicherheit, die wir laufend erleben, wenn wir auf diese Reziprozität der Gefühle angewiesen sind? Wir müssen für alles einen Preis zahlen. Das ist doch das menschliche Leben. Wir können alles natürlich, wir werden nichts umsonst bekommen. Wir zahlen immer einen Preis. Etwas habe ich Ihnen nicht gesagt, weil es nicht direkt zu meinem Vortrag gehörte. Es gibt Ausnahmefälle, auch in der modernen Gesellschaft, Grenzsituationen, zum Beispiel Konzentrationslager, wo die alte Normen des Gebens und Bekommens wiederhergestellt ist. Das ist, es gibt solche, wo es ein Stück Brot gibt und andere sagt, ich werde es nie vergessen, das hat dieselben Macht, als es in vorhergehenden Gesellschaften hatte. Aber das ist eine Ausnahmesituation, nicht die meisten Situationen. In der Situation der absoluten Mangel, kehrt dieses zurück, auch im Krieg, wenn eine Situation zu absolutem Mangel kommt. Aber nur in der Situation zu absolutem Mangel kehren in der Moderne diese alten Formen zurück. Ja, wir bezahlen es. Wir bekommen etwas und bezahlen etwas. Das ist doch immer die Frage. Es gibt kein Gewinn ohne Verlust. Ja, und man kann gewinnen und verlieren, mit einem man nicht vergleichen, weil sie nicht quantifizierbar sind. Die zwei Sachen nicht quantifizierbar.
Ich hätte eine kleine Frage. Sie haben das Beispiel mit der Kuh und der Frau gebracht. Und wie ist es mit den Emotionen? Wie spürt die Mutter, dass sie die Emotionen von ihrem Kind zurückbekommt? Also wie kann man Emotionen, dieses reziproke Verhalten auf sich zurückspüren, weil man Emotionen ja nicht handhaben kann, nicht anfassen kann? Ja, das ist eine, aber Jana hat Erwartungen. Die Erwartung ist, dass die Mütter die Kinder nicht nur erziehen, aber die Kinder auch lieben. Das war nicht die Erwartung vorherigen Zeiten. In einer sozusagen eleganten Gesellschaft hat die Mutter überhaupt das Kind nicht erzogen. Ja? Sie haben eine Frau, eine Bauernfrau oder wem, die heiratsam war. Ja? In der Nurse gehalten, ja, und sie hat das Kind aufgebracht. Das Kind hat wahrscheinlich mit den Eltern überhaupt nicht getroffen. Ich gehe nicht so sehr weit, ich spreche über Churchill. Sie wissen doch, dass Churchill beinahe seine Mutter und seinen Vater nie getroffen hat. Ja? Einmal hat er gesagt, der Nurse, der Nanny, hat er gesagt, Nanny, kannst du es vorstellen, mein Vater hat heute mit mir gesprochen. Ja? Das war die Familie. Und in der armen Familie hat das Kind gearbeitet. Ja? Muss das Kind arbeiten und schwer Arbeit zu leisten, um das Leben der Familie zu erhalten. In der modernen Zeit ist das nicht mehr der Fall. Nicht mehr der Fall. Aber auch nicht der Fall, was in der frühbürgerlichen Gesellschaft immer der Fall war. Das Kind muss sagen, was der Vater und der Mutter von dem Kind wünschen. Dass der Sohn muss ins Geschäft des Vaters, vorsetzen. Das Mädchen muss einen reichen Mann heiraten, eine gute Heirat machen. Das war die Vorschrift. Und du warst verloren, wenn du diese Vorschrift nicht, dann musst du immer diesen Vorschrift gehorchen. Das heißt, nicht die Gefühle waren. Romeo und Julia konnte der Mutter sagen, meine Mutter, ich will diesen nicht heiraten. Das war keine Frage. Liebt deine Mutter Julia? Nein, in der modernen Sinn liebte sie doch Tochter nicht. Ja? Sie wusste, was die Aufgabe einer Mutter ist. Die Aufgabe ist, dass die Tochter gut heiraten soll. Das ist die Aufgabe. Ja, heute ist doch erwartet, dass die Mutter das Kind liebt, dass das Wunsch des Kindes sehr wichtig für die Mutter sein soll. Das ist ein anderes Verhältnis. Malte, hallo. Ja, danke für den Vortrag, das war sehr interessant. Ich nehme das mal ein Stück raus. Ich habe eher eine Verständnisfrage. Ich hatte es so verstanden, dass es schon wünschenswert ist, dass diese Reziprozität symmetrisch wird, von früher asymmetrischer. Und Sie sagten, das Mutter-Kind-Verhältnis als Beispiel asymmetrischer Reziprozität. Ich habe das so verstanden wegen Handlungsoption oder Bildungsgrad. Nun frage ich mich, dass ja eigentlich viele Akteure, die aufeinandertreffen, unterschiedliche Möglichkeiten für diese Vergeltungsmechanismen haben gegenseitig. Und die Frage ist, wie kann man dann eine symmetrische Reziprozität herstellen, wenn diese nun oft sehr asymmetrisch ist, zum Beispiel, weil einer der Akteure das Dritte beeinflussen kann, den normativen Rahmen, in dem das Ganze stattfindet und so weiter, sei es jetzt materiell oder immateriell. Also so verstehe ich das vielleicht. Sind ich habe nicht ganz gut verstanden, aber Sie haben mir eine Idee über die Vergeltung gegeben. Die Vergeltung ist auch eine Art der Reziprozität, natürlicherweise. Ja, meine Frage ist, ob es nicht prinzipiell so ist, dass viele Leute unterschiedliche Möglichkeiten haben, Reziprozität zu erfüllen und deswegen viele Akteure, die aufeinandertreffen, asymmetrische Möglichkeiten haben, weil sie unterschiedliche Handlungsspielräume haben. Also ja, natürlich haben die Menschen immer verschiedene Möglichkeiten. Das ist aber in allen möglichen Normen der Fall. Man sagt, wir sollen nicht töten. Und einige Menschen, die große Aggressivität
bohren und anderen überhaupt keine Aggressivität. Aber das soll es nicht töten, das ist gültig für beide. Ja? Sind Menschen, die mit der Art der Großzügigkeit geboren sind, ja, mit einer Art von Gefühl des Altruismus, des Gefühls der Empathie geboren sind. Sie empathisieren sehr schnell. Die anderen sind ohne dieses starke Gefühl der Empathie geboren. Doch alle sollen den Nächsten lieben, wie sich sie selbst lieben. Das heißt, die Normen haben mit den persönlichen Verschiedenheiten der Menschen nicht viel zu tun. Sie sind gültig für alle. Ich habe mich jetzt erst auf die Liste gesetzt. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kommen Sie zu Ihrer Diagnose? Also was sind die Symptome der Diagnose, dass heute emotionale Reziprozität der neue Zeitgeist ist? Also was spricht dafür? Welche Symptome sprechen dafür? Und die zweite Frage betrifft Ihr sagen, methodisches Raster. Ich habe den Eindruck, Sie sprechen von entweder asymmetrischer oder symmetrischer Reziprozität und das kann in verschiedenen chiastischen Figuren auch kippen. Aber es gibt auch Formen, die Soziologie zum Beispiel unter der generativen Reziprozität verhandelt. Das beschreibt folgenden Fall. Eltern kümmern sich um die Kinder werden erwachsen, Eltern sterben und die Kinder kümmern sich wiederum um ihre Kinder und die sich um deren Kinder. Und was generativ vorangetragen wird dabei, ist eine Form von Fürsorge- und Dankbarkeitsverhältnis, das aber in die Linie in der Zeit, sagen über Generationen hinweg gestreckt wird, sodass keine Rückgabemöglichkeit besteht. Und wäre das eine Form von Reziprozität? Das ist auch eine Art von Reziprozität, aber asymmetrische Reziprozität. Dass die Eltern geben einem Kind, was das Kind so nicht zurückgeben kann. Sie erwarten vom Kind, dass das Kind geben soll, was es von ihnen nicht erwarten kann. Das heißt, es gibt eine gegenseitige Erwartung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Generationen. Ja, aber das ist ein asymmetrisches Verhältnis, asymmetrisches Verhältnis. Aber es ist nur asymmetrisch, wenn man den Zeitindex knapp hält. Also wenn man nur das Verhältnis von Eltern zu Kind bemisst, dann ist dieses Verhältnis, diese Übergabe ist asymmetrisch. Aber in the long run ist diese Übergabe der Fürsorge an die nächsten Generationen im Plural gewissermaßen... Ja, ich möchte dir Mencius, Chinesen wissen, wer Mencius ist. Mencius sagte das Folgende. Er hat die Norm so formuliert: Du sollst deinen Vater nur das tun, was du von deinem Sohn erwartest. Das heißt, das ist eine Antwort auf deine Frage. Du sollst deinen Vater so behandeln, als du wolltest, dass sein Sohn dich behandelt. Das ist nicht, was, wie du deinen Vater behandelst, aber wie du erwartest, wie dein Sohn dich behandelt. Das heißt, das ist eine Art von der sagen, goldenen Regel, die über Generationen diese Reziprozität bestimmt. Und wie kommt, und was waren die Symptome für die Diagnose? Bitte? Wie kommen Sie darauf zu sagen, dass die emotionale Reziprozität der neue Zeitgeist ist? Was spielt dafür? In der neuen Zeit ist es interessant, dass Sie nicht nur das erwarten. Das heißt, wenn heute man sagt, dass ich erwarte, ich soll meinem Vater tun, was ich erwarte, was mein Sohn für mich tun wird, würden wir heute nichts sagen. Denn ich erwarte nicht, ich tue nicht etwas für meinen Vater. Ich liebe meinen Vater, hat mir das Leben gegeben. Ja? Und das heißt, ich erwarte nicht von meinem Sohn dasselbe, was ich meinem Vater tue. Ich erwarte von meinem Sohn nur, dass mein Sohn tun will, was ein Gefühle ihm diktiert, was seine Ideen ihm diktieren. Ich erwarte nicht dasselbe, was ich von meinem Vater tun will, von meinem Sohn. Das heißt, die verschiedenen Generationen ist wichtiger heute als in den vorherigen Zeiten, denn wir sind uns bewusst, dass die Generationen verschieden sind, dass ihre Begriffe der Glückseligkeit, ihre Gefühlswelt und ihre Art von der Handeln verschieden ist von unserer Art von Handeln. Castor sprach einmal über die Griechen, seinen eigenen Großvater, dann einen Olivbaum, er wusste, dass unter diesem Olivenbaum waren sie die Enkel in den Schatten, der dieses Olivenbaum sitzen. Heute macht man das nicht. Wir wissen, haben keine Ahnung, ob unter diesem Olivenbaum wer hier sitzen will. Ja, oder vielleicht werden unsere Enkel überhaupt diesen Olivenbaum nicht brauchen. Das ist die Verschiedenheit von den verschiedenen
Intergenerationssituation. Das ist auch die Frage der Rechte der Kinder, ob es Rechte oder ohne Pflichten geht, oder ob es Pflichten ohne Rechte gibt. Das ist eine andere Frage. Das ist mit deiner Frage, hängt mit deiner Frage zusammen. Aber es ist ein wenig zu weit, würde zu weit gehen. Ja, bitte. Ich mache das ganz kurz. Ich wüsste gerne noch mehr über die Schokolade. Wie sieht die Reziprozität aus der Sicht der Schokolade aus? Oder aus der Sicht der Kuh? Oder aus der Sicht des Stück Brots? Oder aus der Sicht der Wörter? Zum Beispiel guten Tag oder ich dich nicht? Die bilden ja etwas Drittes. Sie haben über das Dritte, den Dritten gesprochen. Der Vater oder die Justiz, die herrschen müssen, um Reziprozität herzustellen. Aber es ist immer noch ein anderes Drittes ja im Spiel, wie zum Beispiel die Schokolade oder eben das Stück Brot, die Kuh, das Wort, andere Dritte. Und die Formen, in denen Reziprozität stattfindet, die hängen ja sehr stark davon ab, was dieses Dritte macht und kann. Und Schokolade ist was anderes, als ich dich nicht zu sagen. Da wüsste ich deshalb gerne noch etwas darüber, über Schokolade zum Beispiel. Ja, natürlich, aber dass ich nicht über die Schokolade rede. Es ist, die Rede ist eine abstrakte Form der Reziprozität. Gutes für Guten, Schlechtes für Schlechten. Und das, was das Gute ist und was sozusagen gleich mit den anderen gut ist, das ist gesellschaftlich bestimmt. Das kann man nicht durch Quantität bestimmen. Das heißt, ob eine Schokolade mit einem Dankeschön identisch ist, das ist nicht empirisch der Fall. Das ist kann normativ der Fall sein. Das ist bei Gesellschaftsnormen bestimmt, was hier als gleich betrachtet ist. Das kann man nicht materiell bestimmen. Wenn ich sage, ich gebe dir einen Rat, du sagst mir danke für deinen Rat. Es ist ein wichtiger Rat, ich weiß nicht, ob ich nach deinem Rat handeln werde. Das ist all right. Das ist ein Begriff der Rat. Gegeben, man Rat muss man nicht befolgen. Das ist nur ein Rat. Das ist der Begriff des Rates. Natürlich, wenn ich dir Geld gebe, dann erwarte ich, dass wenn ich zurückkomme, das Geld zurückbekomme. Ja, wahrscheinlich weise. Das ist rational, wenn ich kein Geld leide. Und der andere kann das sagen, vergiss es, das war ein Geschenk gewesen. Das ist Großzügigkeit. Das ist moralisch etwas Positives. Das kann man tun. Wenn man sagt, ich habe es vergessen, ich habe überhaupt von dir kein Geld bekommen, das ist ein Schurke. Ja? Wenn ich sage, ich habe von Sie Geld bekommen, doch jetzt habe ich es nicht, jetzt kann ich es nicht, ja schön, das ist Undankbarkeit. Es gibt in allen diesen Möglichkeiten gibt es moralische Termine, moralische Tugenden und Lasten, die mit dieser Art von Reziprozität zusammenhängen. Die Schokolade war ein Beispiel, weil es so typisch ist, dass der Vater und die Mutter Schokolade von den Kindern verteilen. In allen Romanen von amerikanischen Detektivromanen von den 30er, 40er Jahren kommt das vor. Ja, in Südcarolina, dass die Schokolade von den Kindern oder Eiscreme verteilt ist. Das ist sehr, sehr wichtig für die Kinder, dass sie das Gleiche von dem Vater bekommen. Das ist sehr wichtig. Wenn sie sich gleich da glauben, der Vater war ungerecht. Sehr viele Kinder, ihr wart doch alle Kinder gewesen und vielleicht wisst ihr doch, welcher Lehrer wäre gerecht und ungerecht gewesen wäre. Alle kennen doch das. Von den Kindern wird das immer gesprochen. Welcher Lehrer? Ja, ist es ein gerechter Lehrer. Ja, wir können ihm vertrauen. Ja. Wenn wir das Schlechtes getan haben, haben wir die Strafe wirklich verdient. Ja? Wenn dieser gerechte Lehrer uns straft. Ja? Nicht. Sie glauben das nicht. Doch, ich glaube das. Aber meine Frage, wenn ich Schokolade teile, ist sie anschließend weg. Wenn ich Gefühle teile, werden sie mehr. Das ist doch ein Unterschied. Gefühle kann man nicht so teilen wie Schokolade, natürlich. Aber wenn über Gefühlsreziprozität die Frage ist, ich habe schon immer über persönliche Reziprozität gesprochen und nicht gesellschaftlich normative Reziprozität gesprochen. In der Liebe gibt es keine Gerechtigkeit, ja?
auch keine Ungerechtigkeit. In Gefühlen gibt es keine Gerechtigkeit und keine Ungerechtigkeit. Aber es gibt auch Reziprozität und gibt auch Teile. Guten Tag, Matthias Richtmann aus Göttingen. Ich habe eine Frage nochmal zu der dritten Instanz. Und zwar in diesem Spannungsfeld zwischen strafender Gerechtigkeit und verteilender Gerechtigkeit. Wo würden Sie da den kapitalistischen Markt einschätzen, den ich als dritte Instanz jetzt verstanden habe? Kapitalistischer Markt ist natürlich Teil der Gerechtigkeit. Das hat schon Karl Marx uns gesagt. Das heißt, das ist die Art von der modernen Verteilung, ist die Verteilung am Markt. Und es hängt von dem Staat ab, was wiederverteilt ist. Das ist eine gemeinsame Arbeit von Markt und Staat, Sozialstaat, das, was verteilt war am Markt, wiederverteilt wird durch den Staat. Das sind die zwei Instanzen der modernen Verteilung. Natürlich kann ein Vater und ein Kind auch verteilen, aber nur Spielzeuge und sowas, das ist nicht gesellschaftlich reguliert. I have a question. The emotion or the way we define our happiness, doesn't it influenced by the society itself, so by the various informations and media that we get, which is in a way is also society, it's a collective consciousness. So maybe there are now a parallel norm and then people can personalize it, rather than before there's only one options, but now people can start to personalized from the various informations that is provided by the society. It's very interesting what you ask, because there is a kind of common, I think, presupposition that happiness, contemporary happiness, is determined by the media, by the market, yeah, that they will give you the models of happiness. But in fact, this is not the case. In fact, this is not the case. Those people who are happy on the ground of the media norm are the most unhappy persons of this world. The most of the suicide attempts come from these people. Look at the great stars, the big stars. They die of drugs or they die from suicide. They are the most respected stars, singers, yeah, performers. They die very young. Mothers, they die very young. They are all suffering from a kind of depression. And because of depression, they take the drugs. So they are not happy at all. I think they are the unhappiest person who appear in the magazines as wonderful models. They are not happy. The happiness remains today and became today really a subjective feeling. It's not the same thing as fame. It's not the same thing as having much and much money. It is something which is inside. It's not even identical with satisfaction. It's not even identical being satisfied with my life. It's a kind of internal, very subjective thing. And this is why there is norms. There are no norms of happiness today. At least this is my perception. This is what I believe to be the case. When I look at the big stars who die also with 40 and 50 of drug abuse or whatever, and even the great sport people who will die also young because of the droppings they take all the time. And you look at the normal person that don't do anything, are not wealthy, they have no big wealth, they have no big fame, and they feel that there is some internal peace in their mind, I think they are more happy. But anyway, happiness depends on also on a kind of attitude of a person. That is an attitude. The ancient knew that they spoke about temperament. Yeah, the ancient spoke about four different kinds of temperaments. Yeah, and there are different kinds of temperaments. There are kinds of people who have an inclination for happiness. There are persons who have an inclination to be sad and feeling unhappy. And this inclination is strengthened by the reinforcement of the inclination by their life experiences. Haben Sie das verstanden? Ja, gut, auch Deutsch. Ja. Mein Name ist Tobias. Auf Englisch oder Deutsch? Das ist, wie Sie wollen. Excuse me?
Auf Englisch oder Deutsch? Wie möchten Sie? Ja, Sie können Deutsch sprechen, natürlich, ja. Wenn es Deutsch besser ist. Okay. Also, ich glaube, es gibt eine alte moralische Gebot, dass man niemand ein Geschenk geben soll, das die nicht zurückgeben kann. Also man soll niemand mit einem Geschenk überlasten. Und wie hat das sich dann in der modernen Zeit mit Emotionen verändert? Gibt es so was auch jetzt, dass man niemand mit Emotionen, also Emotionen sowas geben kann, das der nicht zurückgeben kann? Ist das anders? Das ist eine sehr wichtige Sache. Sie haben sich so formuliert, dass man mit dem Geschenk niemanden überlastet. Das kann man auch über Verzeihen sagen. Man sagt dann, die Menschen der anderen verzeihen, denn in dieser Verzeihung ist die Deklaration seiner Überwiegenheit. Ja? Er steht über den anderen Menschen, dem er verzeiht. Und wenn du jemandem ein Geschenk gibst, dann hast du das Gefühl, du gibst etwas. Du bist überlegen der anderen Menschen, dem du diesen Geschenk gibst. Aber das heißt, das hängt davon ab, wie der andere diesen Geschenk annimmt. Das heißt, deswegen habe ich immer Kant zitiert. Das heißt, du musst den anderen glücklich machen nach seinem Begriff der Glückseligkeit. Das heißt, wenn der andere einen Geschenk sehr will, bekommen will, dann kannst du diesen Geschenk geben, ohne deine Überlegenheit zu bestätigen. Wenn du einem anderen ein großes Geschenk gibst, der nicht zurückgeben kann, er kann sich beschämt fühlen, wenn er es nicht zurückgeben kann, dann hast du etwas gemacht, was deine Überlegenheit in einer Weise zeigt. Oder besser gesagt, ich kann das nicht besser sagen, der Überlegenheit zeigt. Das heißt, das hängt immer vom Verhältnis ab. Deswegen ist so wichtig Menschenkenntnis in der modernen Zeit. Das war nicht so wichtig in vorherigen Zeiten, denn die Menschen gehörten zu verschiedenen Ständen. Man konnte vorher sehen, was für sie wichtig ist, was für sie interessant ist, was für sie wirklich brauchen. Das heißt, die Bedürfnisse waren da durch den Stand, Ständen bestimmt. Nicht nur die Befriedung der Bedürfnisse, was ein Bedürfnis jemand hatte. Ja, der erste Sohn in England hatte Bedürfnis, sein Land zu haben. Der zweite Sohn hatte Bedürfnis, Soldat zu sein. Der dritte Sohn hatte das Bedürfnis, ein Priester, ein Minister zu sein. Das war doch die Bedürfnis, von dem Stand bestimmt. Heutzutage sind die Bedürfnisse auch persönlich geworden. Und deswegen ist es so wichtig, Menschenkenntnis. Was sind die Bedürfnisse der anderen? Ich muss den anderen Menschen kennenlernen. Sie werden sagen, es ist nicht so leicht, die anderen Menschen kennenzulernen. Wir kennen doch uns selbst nicht. Ja? Vielleicht der andere kennt uns besser als wir uns selbst. Das ist eine sehr schwere Arbeit. Bis zu einem Grade können wir die anderen kennenlernen. Nicht total, nicht ganz, nicht in allen Verhältnissen, aber bis zu einer Weise können wir kennenlernen, was der andere wirklich bedarf, was er wirklich braucht. Das können wir vielleicht kennenlernen. Wir können auch unsere Eigenschaften, unsere Kapazitäten kennenlernen, was unsere besten Kapazitäten sind, welche wir entwickeln sollen, welche Kapazitäten wir nicht haben. Das ist auch eine wichtige Sache. Leute glauben, dass sie etwas tun können, was sie nicht tun können. Du sind wunderbare Philosophen, sie wollten große Schriftsteller sein. Wollen sie Romane schreiben? Sie haben kein Talent, Romane zu schreiben. So müssen wir unsere Talente kennen, denn wenn wir unsere Talente nicht kennen, wollen wir solche Talente praktizieren, die wir nicht haben. Das ist auch eine Menschenkenntnisfrage. Wir kennen uns selbst, sollen wir auch Kinder kennen? Oder Kinder sollen sich selbst kennen? Das ist eine sehr wichtige Frage, was Sie gestellt haben, die man nicht, wirklich nicht ganz beantworten kann.